jetzt ist es ein Cup-Spiel, da geht es nur um Weiterkommen oder Ausscheiden. Und von dem her braucht man da nicht irgendwas, wie es in der Liga gerade im Moment ist, daran denken, sondern einfach versuchen, in dem Spiel weiterzukommen. Und nur das zählt morgen. Und da werden wir versuchen, alles reinzuwerfen. Ja, natürlich ist es ein ganz wichtiges Spiel. Ich glaube, nicht nur für mich, sondern für die Mannschaft, für das ganze Trainerteam, für den ganzen Verein SK Rapid Wien ist es ein wichtiges Spiel und auf das wir uns morgen alle freuen und natürlich der volle Fokus auf das gelegt wird. Es gibt kein Unentschieden, es gibt nur Sieg oder eben Verlieren und das ist der Unterschied auch zum normalen Bewerbsspiel, wo du keine Punkte mitnehmen kannst und wir wollen einfach aufsteigen. Wir haben die Chance ins Halbfinale zu kommen und auf das konzentrieren wir uns, auf das fokussieren wir uns und das ist uns sehr, sehr wichtig. Und ich freue mich trotzdem auf dieses Spiel, auch wenn die Anspannung ganz sicher bei uns allen auch da ist. Aber es ist wieder eine Chance für uns, um diese Spirale zu stoppen. Das müssen und wollen wir auch so sehen. Und ich muss auch sagen, die Mannschaft einmal mehr zeigt mir, dass sie das will, dass sie alles versucht, auch dies zu stoppen. Und darum bin ich auch davon überzeugt, dass sie morgen beim Anpfiff 100% auf dem Platz stehen werden. Wir müssen dann schauen, wie wir mit gewissen Situationen umgehen, die wir nicht vorbestimmen können. Aber trotzdem, ich freue mich auf diese Partie. Natürlich wissen wir in unseren Köpfen, dass das morgen eine Chance ist für uns, aber es ist sicher die letzte Chance für uns, im Europacup zu kommen. Und wir wissen, dass wir alle drei Spiele gewinnen müssen, damit wir in den Europacup kommen. Aber ich glaube, wenn wir morgen am Feld stehen und der Schiedsrichter anpfeift, denkt keiner daran, wenn wir jetzt verlieren, dass wir in den Europacup kommen, sondern wir denken daran, dass wir ins Halbfinale kommen wollen. Und dann gibt es noch zwei weitere Spiele. Also wir dürfen jetzt überhaupt nicht an den Europacup-Teilnahme oder sonst was denken, sondern morgen an die 90 Minuten und schauen, dass wir da aufsteigen morgen. Es ist ja so, dass der Druck natürlich gegeben ist. Dieses Spiel wurde ja schon im Winter, wie wir gekommen sind, natürlich aufgebauscht. Es ist wichtig, diesen Cup zu gewinnen. Den wollen wir auch gewinnen, aber überhaupt kein Thema. Ich denke, die Mannschaft und alle stehen dazu, aber wir können es jetzt nicht für selbstverständlich nehmen, weil es ganz einfach so ist, dass wir in der Gesamtsituation vielleicht nicht mit allen optimalen Spielern auf dem Platz stehen. Aber nichtsdestotrotz, wir wissen, es ist ein neues Spiel. Es sind 99 Minuten oder 120 oder Elfmeterschießen, was es dann auch braucht, in einen Cup aufzusteigen. Cup hat seine eigenen Gesetze. Das ist nicht nur bei uns in Österreich so, sondern auch woanders. Und wir wollen weiterkommen. Und das ist auf diese Dinge fokussieren wir ganz einfach.